is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Sucht mindestens eine Seele zu retten. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Und wenn er eins von ihnen verliert, ist die 99 in der Wüste lässt und geht den Verlorenen nach, bis er es findet. Für die Bekehrung auch nur einer Seele sollten wir alle verfügbaren Hilfsmittel bis zum Äußersten anstrengen. Eine Seele, die für Christus gewonnen wird, wird das Licht des Himmels um sich her verbreiten, die sittliche Finsternis durchdringen und andere retten. Wenn Christus die 99 verließ, um das eine verlorene Schaf zu suchen und zu retten, ist es dann zu rechtfertigen, wenn wir weniger unternehmen? Ist nicht ein Versäumnis, ebenso zu arbeiten, wie Christus arbeitete, genauso zu opfern, wie er opferte, ein Verrat an dem, was Gott an Heiligem anvertraut hat, und eine Beleidigung für ihn? Lasst überall auf der Erde einen Warnruf erscheinen. Sagt den Leuten, dass der Tag des Herrn nahe bevorsteht und schnell näher rückt. Lasst keinen ungewarnt. Wir hätten genauso gut an der Stelle der Bedauernswerten stehen können, die sich in Irrtum befinden. Wir hätten auch unter wilden und ungebildeten Menschen zur Welt kommen können. Im gleichen Maße, wie wir Wahrheiten empfangen haben, die andere nicht kennen, sind wir es ihnen schuldig, ihnen dies alles mitzuteilen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Ende ist nahe. Das Reisen von Ort zu Ort zur Verbreitung der Wahrheit wird bald links und rechts mit Gefahren verbunden sein, sodass sie dann nicht das tun können, was ihnen jetzt möglich ist. Wir müssen uns unserer Aufgabe mutig stellen und so schnell wie wir können in aggressiver Kriegsführung vorangehen. Ich weiß von dem Licht, das mir Gott gegeben hat, dass die Kräfte der Dunkelheit mit intensiver Kraft von unten wirken. Satan schleicht sich verstohlen voran, um alle zu fangen, die jetzt schlafen, wie ein Wolf seine Beute nimmt. Wir haben Warnungsrufe, die wir jetzt weitergeben können. Wir haben ein Werk, das jetzt getan werden kann. Doch bald schon wird es schwieriger sein, als wir es uns vorstellen können. Gott helfe uns, im Kanal des Lichtes zu bleiben und zu arbeiten, indem wir unsere Augen fest auf Jesus, unseren Führer, richten und geduldig und ausdauernd danach streben, den Sieg zu erringen. In unserem irdischen Leben hier, das durch die Sünde eingeschränkt ist, besteht die größte Freude und die höchste Erziehung im Dienen. Und im zukünftigen Zustand, der durch die Grenzen der sündhaften menschlichen Natur nicht mehr beeinträchtigt ist, ist es wieder das Dienen, indem wir unsere größte Freude und höchste Bildung finden werden. The Lord is coming. Are you ready?